Hallo und herzlich willkommen zum ersten Videolog 2017. Ich möchte euch heute was erzählen, eine kleine Erkenntnis, die ich hatte, eine kleine Beobachtung, die ich hatte, die irgendwie gut zur heutigen Zeit passt, auch wenn sie schon ziemlich alt ist. Der Grundgedanke, auf den ich mich beziehen werde, kommt von diesem Mann hier. Ich hoffe, man sieht ihn im Bild. Das ist Janusz Korczak. Er hat ein Buch geschrieben, eine Schrift veröffentlicht. Das ist schon ein Weilchen her. Es nennt sich Das Recht des Kindes auf Achtung. Und auch wenn der Name es vermuten lässt, es wird jetzt gar nicht so sehr um Kinder gehen. Aber am Anfang schon, denn der gute Mann war Pädagoge, ein Hochverdienter sogar, und einer der ersten Menschen, der für Kinder eingefordert hat, dass sie eingebunden werden sollten in alle gesellschaftlichen Prozesse. Wie hat er das begründet? Er ist hingegangen und hat erstmal das Problem erkannt. Und das Problem, was er erkannt hat, war folgendes. Die Erwachsenen hat er als arrogant bezeichnet, weil sie intelligent sind und schon befähigt waren und Dinge konnten. Und sie hatten Pflichten. Und jetzt kommen die Kinder in diese Welt hinein und haben das Problem, dass sie irgendwie, ja, dumm sind. Sie wissen halt noch nichts und sie können noch nichts. Sie sind natürlich nicht wirklich dumm, aber der arrogante Erwachsene sieht es so. Also geht er hin und fängt an, dem Kind Auflagen zu machen und Pflichten zu geben und Aufgaben zu stellen und Regeln vorzugeben, wie es sich denn bitte zu verhalten hat, weil er es selber so gewöhnt ist. Weil er gesellschaftlich und auch über andere Ebenen selber gezwungen ist, sich an Spielregeln zu halten. Also es ist nur fair und richtig, wenn das Kind das auch muss. Aber der Erwachsene hat die Möglichkeit, Wahlen zu treffen, während dem Kind diese Fertigkeit abgeschrieben wird, eben weil es so unerfahren ist und weil es noch nichts weiß. Korczak hat das angegriffen und hat gesagt, auch Kinder haben Wissen und Kinder haben ein Recht darauf, in ihrer Unwissenheit ihre Entscheidungen so zu treffen, wie sie es tun. Erwachsene haben die Aufgabe, das zu begleiten und natürlich das Schlimmste zu verhindern, aber gleichzeitig Erfahrungen zu ermöglichen und klarzumachen, dass viele von den Systemen, die wir haben, nicht willkürlich sind, weil irgendjemand es mal so gesagt hat, sondern Kinder auch immer wieder erspüren zu lassen, dass sie mit ein bisschen Nachforschung zum selben Ergebnis kommen, wie die Erwachsenen zuvor es schon gekommen sind. Was dann sogar ein wunderschönes, vereinendes Moment sein kann. Janusz Korczak hat mit dieser Erkenntnis so große Wellen geschlagen, dass die UN-Kinderrechtscharta auf seinem Buch, auf seiner Schrift basiert. Was hat das Ganze mit heute zu tun? Was hat das Ganze mit uns als Erwachsenen zu tun? Natürlich könnte man jetzt einfach sagen, ja, wenn ihr euch ein Kind begegnet, dann seid bitte einfach nett und fair und gebt ihm die Chance und erklärt ihm nicht die Welt vorher so, wie ihr sie seht, sondern versucht herauszufinden, wie das Kind die Welt sieht. Und das ist irgendwie nett. Aber das reicht nicht alleine. Denn dieses Erwachsenen- und Kinderding, wenn man es ein bisschen auflöst, kann man auch als solches sehen, dass Erwachsene nur Leute sind, die in bestimmten Bereichen mehr Zeit und mehr Erfahrung verbracht haben und Kinder erstmal hauptsächlich Personen sind, die weniger Zeit und Erfahrung in einem Aufgabenbereich verbracht haben. Mit dieser Auflösung kommen wir schnell zu dem Punkt, dass manche von uns in bestimmten Fachbereichen Erwachsene sind und in anderen Kinder. Häufig tun wir uns dann leicht damit, als Erwachsene auf die, die neu sind in einem Bereich, zu schauen und zu sagen, du musst es so und so und so machen, weil so ist es üblich. Das sind die Regeln hier, das sind die Traditionen hier. Andere YouTuber werden diesen Videolog sehen und werden sagen, so macht man das nicht. Wo sind die schnellen Schnitte? Wo sind die hektischen Einblendungen? Sie sind vielleicht die Erwachsenen in diesem Bereich. Aber wenn sie mich versuchen würden, so zu beschneiden, dann würde ich das auch nicht wirklich ernst nehmen können. Nicht, weil ich selber schon als Mensch erwachsen bin, sondern weil ich als Kind forschen möchte, weil ich neugierig bin, weil ich spielen möchte. Im Bereich des YouTube, des Videologs. Und so verhält es sich in allen Fachbereichen, in denen wir uns aufhalten, und auch Nicht-Fachbereichen. Es ist ganz üblich, dass die, die länger da sind, denen, die neu dazukommen, versuchen, die Regeln zu machen, aus unterschiedlichen Motivationen, weil sie vielleicht Angst haben, etwas weggenommen zu bekommen oder sogar ihre Traditionen zu verändern. Aber vielleicht geht es auch manchmal einfach nur darum, dass wir den Neuen erlauben müssen, ein bisschen zu spielen, sie zu begleiten, um das Schlimmste zu verhindern und mit ihnen zusammen herauszufinden, warum die Regeln und die Situation so sind, wie sie sind. Und das trifft für alle Lebensbereiche zu. Es ist leicht, jemandem zu sagen, du bist ein Kind, du bist dumm, du weißt nichts, werd erstmal so erwachsen, lern erstmal so viel. Und es ist viel anstrengender zu sagen, komm, ich nehme dich an die Hand und ich begleite dich.
Aber gemessen daran, dass wir mit einem Vereinten Nationen-Kongress schon festgestellt haben, dass das, was Janusz Korczak für Kinder als richtig erkannt hat, könnten wir uns schon fragen, ob wir nicht auch für andere Kinder, für andere Unerfahrene dieselbe Verantwortung übernehmen sollten, wie wir es für unsere eigenen Kinder tun sollten. Es ist schwierig und es ist anstrengend, aber auf der anderen Seite, warum soll es der Versuch nicht mal wert sein? Warum sollen wir es nicht probieren? Janusz Korczak für seinen Teil ist dadurch und mit dieser Überzeugung ein großartiger Pädagoge geworden und ein Pionier in seinem Bereich. Und damit hat er für sich Geschichte geschrieben. Eine Sache, die vielleicht auch für den einen oder anderen in seinem Bereich erstrebenswert ist, nicht nur ein guter Erwachsener zu sein, sondern darüber hinaus ein bisschen Geschichte zu schreiben. Danke für eure Aufmerksamkeit.